In diesem Video werden zwei Themen behandelt, die auf den ersten Blick wie ein Gegensatz aussehen. Im Studium sollen sie sich wissenschaftlich und verständlich ausdrücken. Mit der Wissenschaftlichkeit beschäftigen wir uns auch in den anderen Modulen. In der Fachkommunikation werden Fachbegriffe definiert und nicht durch ähnliche Begriffe ersetzt. Siehe Modul Fachbegriffe verwenden. Übernahmen aus anderen Quellen werden in wissenschaftlichen Texten gekennzeichnet. Siehe Modul Quellen verwenden. Der Inhalt wird kohärent, also zusammenhängend und ohne Brüche entwickelt. Siehe Modul Inhalte zusammenhängend darstellen. Die Autorin oder der Autor tritt eher in den Hintergrund und verwendet einen sachlichen Stil im Gegensatz zu einem erzählenden Stil. Siehe Modul die eigene Position verdeutlichen. Texte im Studium haben einen typischen Aufbau. Sie enthalten beispielsweise eine Einleitung und eine Zusammenfassung. Siehe Modul Texte einleiten und zusammenfassen. Schließlich werden auch höhere Anforderungen an die Sprachrichtigkeit gestellt. Siehe Modul die Sprachrichtigkeit verbessern. In diesem Modul geben wir Ihnen 4 Tipps, wie Sie wissenschaftlich und verständlich schreiben können. Erstens Satzbau. Machen Sie die Sätze so kurz, dass Sie nicht die Übersicht verlieren. Der abgebildete Satz eines Studenten ist zwar richtig, er ist aber einfach zu lang. Wenn Sie zunächst mehrere Sätze bilden, wie hier im Beispiel, können Sie sehen, ob Ihr Gedankengang passt. Sie können die Sätze immer noch sinnvoll verbinden. Zweitens Ordnung. Die Ordnung der Gedanken zeigt sich auch in der Ordnung des Textes. Diese Ordnung können Sie auch im Layout verdeutlichen. Diese Bleiwüste ist nicht schön und vor allem unverständlich. Der geordnete und mit Überschriften versehene Text ist dagegen verständlicher. Drittens, Kürze, Prägnanz. Lesen Sie Ihren Text vor der Abgabe noch einmal durch und kürzen Sie ihn. Die abgebildete Passage ist umständlich und sie enthält Doppelungen. Das entscheidende Kriterium, ob es zu einer erfolgreichen Ansprache dieses Verhaltensmusters kommt, ist die richtige Wahl des Standorts des Produkts. Diese Artikel sollten in Kassen und/oder Ausgangsnähe platziert werden, so dass der Kunde sich noch sehr kurzfristig ohne weitere Informationshinterfragung für einen Kauf entscheiden kann. Der spontane Kaufimpuls wird durch die richtige Produktplatzierung somit entscheidend gefördert. Nach der Kürzung ist die Passage besser. Der spontane Kaufimpuls kann durch die richtige Produktplatzierung entscheidend gefördert werden. Daher sollten diese Artikel in Kassennähe platziert werden. Das ist verständlich und klar. Viertens, Substantive und Verben. Verwenden Sie auch Verben. In der abgebildeten Passage verwendet die Studentin die Ausdrücke Analyse der verschiedenen Kundentypen. Sie spricht davon die Betrachtung der Rolle von Online-Bewertungen oder von der Konzentration der Boutique auf 2 Kundentypen. Das ist nicht falsch und typisch für wissenschaftliche Texte. Die Passage wird aber sehr dicht. Sie wird verständlicher,
wenn sie analysieren, betrachten oder konzentrieren benutzt hätte. Hier schreibt sie, im Text werden verschiedene Kundentypen analysiert und die Rolle von Online-Bewertungen wurde betrachtet. Aus der Analyse folgte, dass eine Boutique sich auf zwei Kundentypen konzentrieren sollte. Wir finden diese Passage verständlicher, auch wenn sie weniger wissenschaftlich und etwas länger ist. Wenn Sie wissenschaftlich und verständlich schreiben möchten, sollten Sie die Länge der Sätze überprüfen, die Ordnung im Text verdeutlichen. Sie sollten überprüfen, ob Sie kürzen können und ob Sie Substantive durch Verben ersetzen können.